15.06.2019 war es soweit. Der Club of New Church ruft und auch aus dem Norden folgen wir seinem Ruf. Die Abfahrt hat sich noch kurz verzögert, weil Creature die Speedy nicht vorbeilassen wollte. Nach kurzer Zeit ist Minden erreicht und dort geht es dann auf die Autobahn. Und kurz nach 16 Uhr sind wir dann in Unterholz, kurz vor der österreichischen Grenze. Das Timing ist fast perfekt, da wir durch einen kleinen Korridor fast trocken in Richtung New Church weiterfahren können. Und kurz nach 6:30 tauchen dann die Wegweiser auf, die den Eingeweihten sagen, es ist nicht mehr weit. Und um 19 Uhr gab es dann das Killschalterpilz mit Panorama. Am Sonntag, den 15. beginnt der Aufbau der Club of New Church Woche und man sieht, dass das Schweinis noch sehr leer ist. Das Motorrad ist wieder frisch geputzt und wartet auf die Touren im Rest der Woche. Und die weiteren Teammitglieder treffen im Laufe der Tage Stück für Stück ein. Eine weitere liebgewonnene Tradition ist das erste Eis, das kein Softeis ist. Auf dem Weg zum Konzert eröffnen wir dann die Poser-Show. Die erste Band ist die Band Brosidon. Am nächsten Morgen geht es dann auf die erste gemeinsame geführte Tour in Richtung Italien. Der Rückweg geht über den Staller Sattel. Der ist eine Einbahnstraße und wird alle halbe Stunde in der Richtung gewechselt, entweder von Italien nach Österreich oder Österreich nach Italien. Hier warten wir jetzt auf den Start. Gleich kommt das Startsignal und alle düsen los. Nach einer kurzen Fotopause am Pass des Staller Sattels geht es weiter in Richtung New Church. Am Dienstag, den 18., geht die geplante Tour in Richtung Deutschland zurück. Das war jetzt von den gesamten Touren nicht die schönste, weil sie doch relativ viel Stausumfahrung hatte und in Deutschland dann die Geschwindigkeit in den interessanten Bereichen auf 60 km/h gedrosselt und überwacht wurde. Aber man muss auch mal was Schlechteres fahren, damit man dann die schönen Dinge wieder genießen kann. Aber der Funfact des heutigen Tages, das kleinste Kennzeichen, das ich jemals gesehen habe von der Insel Gurney. Und das mächtige Drehmoment einer Rocket beim Beschleunigen.
Bei der Ankunft in Newchurch geht es traditionsgemäß in Richtung Schweinis, weil dort die Tour dann mit einem Kiltschalterpilz endet. Ich lasse auch gerne immer mal die Auffahrt auf den Boulevard hier in den verschiedenen Aufnahmen, damit man die Entwicklung des Aufbaus über die verschiedenen Tage beobachtet. Und abends startet dann wieder mit der Band des Abends der musikalische Teil des Club of New Church. Wir freuen uns immer auf die verschiedenen Darstellungen und Interpreten. Für den 19. steht jetzt eine Dolomiten-Tour in der Planung. Und nach der gestrigen, doch sehr langsamen Tour will ich heute einmal schauen, ob ich mit einer etwas zügigeren Gruppe mitfahren kann. Die Wettervorhersage hat ja für heute auch einige Wolken auf der Liste, aber die Tourguides schaffen es die ganze Zeit sehr erfolgreich, um diese herum zu manövrieren. Nach der Durchquerung des Felbertauerntunnels wird eine kurze Pause angelegt, noch einmal die Gruppe durchsortiert, und dann geht es los in Richtung der Dolomiten. Teilweise doch ziemlich zügig. Und aufgrund des frühen Starts kommen schon etwa 21:45 die ersten Ausläufer der Dolomiten in Sicht. Noch einen kleinen Espresso als Stärkung und dann wollen wir uns ins Kurvengetümmel stürzen. Das Panorama sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. In dieser Aufnahme kann man noch einmal sehen, welche Meisterleistung die Tourguides verbracht haben, bei diesen Wolkenaussichten uns den ganzen Tag trocken durch den Tag zu bringen. Ich kann nur sagen, Hut ab, Jungs! Was jetzt folgte, waren 2-3 Stunden perfektes Motorradglück im Kurvenswing. Leider hatte meine Action-Cam eine Macke. Und immer wenn ich ein bisschen Gas gegeben oder weggenommen habe, ist die Bildstabilisierung nicht mitgekommen. Das heißt, es gibt nur Aufnahmen von den etwas ruhigeren Teilen des Tages. Aber wir haben dank netter Passanten ein wirklich schönes Teamfoto auf dem Gipfel hinbekommen. Und auf dem Rückweg haben wir noch ein süßes Beispiel für ein Problem des Tages bekommen, ein leerer Tank. Der Tourguide ist aber sofort in die nächstgelegene Ortschaft gefahren und hat Sprit besorgt. Um die anderen Teammitglieder einzuholen, haben wir dann nochmal richtig ordentlich die Kette stramm gezogen. Abends ging es dann in den Pferdestall. Der Pferdestall hat eine leckere Küche und einen Wirt, der auf eine unglaublich besondere Art und Weise abrechnet. Aber hört es euch einfach selber an. Gut,
17, 24, 26, 26, 26, 25, 29, 26, 26, 26. Bleibt dabei. 26, 20, bitte. Und danach dann wieder die Band des Tages. Am Morgen des 20. bin ich einmal zur Schule rüber, wo die ganzen Motorräder über Nacht für die geführten Touren stehen. Und heute sind wir dann am Nachmittag einfach nur ein ganz klein bisschen durch die Gegend gefahren und haben uns am Ende des Tages noch einmal den Gerlos gegönnt. Man beachte vorne schon die dunklen Wolken, die haben wir vorher nicht so auf dem Schirm gehabt. Allerdings haben die Wolken uns wohl auf dem Schirm gehabt und so haben wir auf den letzten Kilometern noch eine richtige Dusche abbekommen. Und ich meine wirklich eine richtige Dusche. Ein wirklicher Wolkenbruch, der da über uns niedergegangen ist. Wir waren nass bis auf die Haut. Am späteren Nachmittag war es dann wieder trocken und wir haben die Attraktion diesmal kennengelernt, die Abacus Steampunk Gruppe. Die sind mit ihren selbstgebauten Vehikeln immer wieder über die Main Street in Newchurch gefahren, zur Belustigung des Publikums. Und der Chefentwickler von BMW hat seine neue R1800 in Newchurch vorgestellt und er war sehr, sehr stolz auf sein Motorrad. Das kann ich gut verstehen. Ein Applaus für diesem Festival gehören, zu diesem Spirit dieses Festivals, Uli Bre, der Erfinder, Jimmy Cornette, der unten spielt, der schon so oft gespielt hat, Ladies and Gentlemen, und dieser Mann hier auch, er ist schon so viele Jahre dabei, er gehört zu diesem Festival. Ich bitte um einen riesen Applaus für Rocco Recycle. Schlagzeug, Gitarre und Gesang. Got a boy shot coming. Becomes the son of a gun. He makes all pretty women. Largest German child. Whole world gonna know what it's all about. How about you know I'm here? Ich kann dann natürlich auch wieder Gitarre spielen, ich brauche nur meine linke Hand, also. Und heute geht es nochmal auf eine der geführten Touren, einmal zum Großglockner. Problem des heutigen Tages, ein platter Reifen, aber auch der konnte sehr schnell unterwegs gelöst werden. Und auch heute waren uns die Wettergötter wieder hold. Die Tourguides haben die Runde entgegengesetzt der ursprünglichen Planung gefahren und somit waren wir immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. We'll be right back.
Und eine Runde auf dem Großglockner wäre nicht komplett ohne einen Besuch auf der Edelweißhöhe. Und am Nachmittag war dann das Qualifying der 24 Minuten von Le Bré. Diese Veranstaltung ist inzwischen unter den Fans von New Church sehr beliebt, da dort viel Action, viel Spaß und ein nicht ganz so ernstes Rennen veranstaltet wird. Am heutigen Tag ist das Qualifying und die Teams werden beurteilt, wie originell die Fahrer, die Fahrzeuge und das gesamte Team dort auftreten. Danke und Applaus an Team 1! Star Wars! Team 2 on any Sunday mit the Mad Fabrica Racing Team. Team 3 Wayne's World mit DAX Manufaktur Hamburg. Team 4 Breakfast at Tiffany's mit Breakfast Club. Team 5 Blackwood Orange mit No Left Racing. Team 6 Baywatch mit Yamaha Baywatch. Start Nummer 7 Batman mit Raya Motors. Und 8 Top Gun mit Moto Missiles. Die Boxengasse ist jetzt eröffnet für alle, die hineinholen. Und nochmal, perfekte Mischung, cooles Bike, cooler Musiker. Und auch die Halt mal mein Bier-Fraktion hat hier viel Spaß. Und leider müssen die ersten Teammitglieder schon wieder heimreisen. Die Jobs rufen und wir müssen diesen Ruf erhören, um uns unsere wunderschönen zweirädrigen Spielzeuge leisten zu können. Macht's gut, bis nächstes Jahr. In New Church gibt es genau eine Tankstelle und alle dürfen dorthin. Das 24-Minuten-Rennen am nächsten Tag startet mit einer kleinen Überraschung. Und zum Gesamtensemble gehören auch Zusatzfahrzeuge, wie dieser Podracer. Und noch ein paar weitere besondere Aufnahmen aus der Main Street, die es nur in New Church gibt, weil man dort ohne Schutzbekleidung über den Boulevard fahren darf. Am Abend war dann die Preisverleihung des 24 Minuten von Le Bré, wo die Rennperformance, die Teamperformance, das Fahrzeug und die gesamten Kostüme beurteilt wurden. Alles in allem eine wirklich spaßige Veranstaltung. Das waren unsere Impressionen des Club of New Church 2019. Es hat viel Spaß gemacht. Und am Abend des gleichen Tages war ich wieder im Norden der Republik bei einem Killschalterpilz mit dem Blick auf meine Speedy. Danke für diese wunderschöne Woche und danke an die Jungs und Mädels, die wir dort getroffen haben. Wir sehen uns im kommenden Jahr wieder. To my baby station.